would hold court and jam. And my mom, when I was 11, 13, 15, would tell me these stories of me. And she would talk about like the three or four or two guys that were like the grump. So, ich habe nur noch 5 Minuten und dann habe ich ein Videocall mit Vitali. Wir machen immer wieder, paar Mal im Jahr, so ein quasi Mastermind-Videocall. Ja, ich bin ein bisschen zu spät, wollte früher im Office sein, habe ich nicht geschafft. Und jetzt habe ich noch 5 Minuten, um alles einzurichten, einzustellen und mit ihm zu zoomen. Lass mich rein, lass mich rein. Was geht ab? Ich höre dich noch nicht. Jarwood, Computer aus. Jetzt höre ich. Ha! Jetzt hörst du. Yay, hi! Du bist in meinem Vlog. Ich bin in deinem Vlog. Serge, hey, liebe Serge Community, was geht ab bei euch, Mann? Ja, genau. Gut, mein Lieber, dann halte ich dich nicht mehr auf. Hat mich gefreut. Mich auch. Dich zu sehen. Können wir gerne wiederholen. Gerne. Nächstes Jahr guten Rutsch, Serge. Genau, warte. Was wünschst du meiner Community für das neue Jahr? Komm, du hast noch eine Minute. Ich wünsche euch alles Gute, guten Rutsch, schönen zweiten Advent. Bleibt vor allem gesund und lasst Serge ganz viele Daumen da oben da. Und wir sehen uns im nächsten Jahr. Hab dich lieb, ciao. So, was geht ab? Ich sitze mich immer hier vor dem Fenster, vor der Balkontür, weil wir haben Winter und es ist immer noch so dunkel. Wir haben 10:30 morgens und es ist einfach dunkel in dem ganzen Studio. Egal in welchem Zimmer ich bin, es ist einfach dunkel. Es ist jetzt 4:45. Da draußen und hier drin ist so dunkel, ich habe das Gefühl, wir haben 19, 20 Uhr. Wahnsinn. Winter. Also, Videocall mit Vitali war on point. War wieder mal gut, den zu sehen. Ist ein geiler Typ, inspiriert mich immer wieder auf neue Sachen. Was steht heute an? Ich habe heute YouTube-Tag. Ich habe mich vor kurzem von James Matthew, heißt er, inspirieren lassen. Er macht solche geile Folgen quasi auf seinem Kanal. Es heißt Color Grading and Chill. Und da gibt es kein Geschwätz, nichts, keiner redet in die Kamera, sondern er setzt sich hin, schaltet geile Mucke ein und editiert. Und da viele, viele mittlerweile so oft bei mir nachfragen, ob ich doch nicht ein Tutorial machen kann, wie ich meine Fotos bearbeite, und ich weigere mich, aus meinem Kanal einen Editing-Kanal zu machen, habe ich gedacht, hey, in so einem Style, ganz anders, unkonventionell, könnte es doch was Cooles werden.
Und genau so ein Video möchte ich heute aufnehmen. Dieser ganze Chaos hier steht noch seit gestern, seit dem gestrigen Video. Der Plan ist folgender. Ich nehme diesen Tisch, stelle ihn hier im Studio in die Mitte und werde auf diesem Tisch quasi an meinem MacBook das Foto von Mark editieren. Und ich will aber davor, bevor es beginnt, ein paar cinematische Sequenzen hier mit diesem Ding hier machen und das endlich mal öfters nutzen. Jetzt lose und es soll so, wenn es so bleibt, dann ist es gut ausbalanciert. Und ich habe das schon mal ausbalanciert, von daher bleibt es hier so. Das Geilste ist, ich könnte jetzt einfach mit der Hand filmen, wenn ich selber nicht vor dem vor der Kamera bin, aber ich werde mit dem Handy steuern und das Ding wird von alleine fahren, wie ich das benötige. Schaut mal, das ist ein echt cooles Spielzeug. Und zurück. Die Stelle hier. Sagt Pose 1. Dann geht man in die andere Pose. Zum Beispiel so eine. Und sagt, das ist Pose 2. Und jetzt aus der Pose 2 sage ich, bitte in die Pose 1. Und es fährt. Geil, ne? So, mein Setup steht. Ich habe hier meinen quasi Laptop hingestellt. So sieht's aus. Die Kamera wird gleich von unten einfach hochfahren. Erstmal meinen Laptop zeigen. Dann stelle ich diesen Kran hier in die Nähe und werde ein paar Nahaufnahmen von Kopfhörern, Maus und Laptop machen. Dann filme ich, wie ich reingehe, mich hinsetze und beginne zu editieren, mache die Musik lauter quasi und beginne die Fotos zu editieren. Und dann geht es wirklich fast nur ums Editing und ab und zu ein bisschen werde ich mich hinter dem Laptop zeigen. Und wird interessant sein, glaube ich. Auf jeden Fall. Und natürlich darf nicht etwas Rauch fehlen, denn das macht alles ja viel cinematischer. Und ich schaue mal hier ein bisschen Rauch rein. Schaut mal, schaut mal. So, noch mal ein bisschen. Und in die Richtung auch noch. Schauen wir. Das sieht doch Bombe aus. Wenn es gleich etwas weg ist, dann ist hier alles nur so leicht nebelig und nicht mehr so brutal. Aber das macht diesen leichten cinematischen Effekt. Werdet ihr gleich verstehen, wenn ich zeige, was, wie es danach aussieht. Vor allem hier. Das da, das sieht doch so Porno aus. We'll be right back.
Es hat geklappt. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Ich habe alles aufgenommen. Ich habe gerade eben nur die B-Rolls drumherum aufgenommen. Screen Recording werde ich wahrscheinlich morgen erst tun oder vielleicht auch am Montag, wenn ich das Bild auch tatsächlich bearbeite und alles fein justiere auf dem Bild. Und da will ich nicht unter Druck stehen, wie ich aussehe und ob die Kamera alles filmt oder nicht. Ich will da wirklich mich auf das Bild fokussieren. Und jetzt habe ich die kompletten B-Rolls, also den Anfang und so Zwischensequenzen gefilmt. Und es sollte passen. Ich hoffe mal, dass es auch wirklich passt. Schaut mal, was gerade draußen passiert. Hä? Hä? Ist das nicht geil? Hä? Ist das nicht geil? Das macht mich gerade so happy. Der Tag ist irgendwie so lala. Ich arbeite zwar an den Sachen, aber irgendwie langweilig. Aber wenn ich das sehe, oh mein Gott, ich liebe Schnee. Es ist schon das zweite Mal dieses Jahr, dass es schneit. Es ist aber sehr schnell aufgetaut. Aber jetzt schaut euch mal an. Oh, wie geil, wie geil. Oh, und hier auf dem Balkon auch. Oh, schön. Ja, meines Kinder immer. Die Schneeflocken versucht zu fangen und zu trinken. Wir hatten in Russland kein Wasser. Nein. Nein, das macht einfach. Bock. Voll geil. Oh, Winter, Winter ist da.